So, jo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es mal eine kleine Real-Life-Story. Das habe ich schon ewig nicht mehr gebracht. Also, wer schon länger dabei ist, Leute, der kennt es noch von früher, wo ich nur mit Gameplay im Hintergrund noch nicht mal eine Facecam am Start hatte. Wo ihr noch nicht mal wusstet, wie ich aussehe. Da habe ich das mal gemacht. Und ja, jetzt mache ich das endlich mal wieder. Diesmal halt nur mit Facecam. Und ja. Das, was ich euch heute erzähle, Leute, das ist mir erst diese Woche am Montag passiert, Leute. Ich denke, das Video werdet ihr am Sonntag sehen. Ich nehme es jetzt gerade am Donnerstag auf, also ein bisschen zeitverzögert hier. Aber ich denke, das macht ja eh nichts. So, genau, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. So, Leute, also am Montag war bei mir mal wieder Schule, gell? Ich war die vorherige Woche am Montag und Dienstag war ich krank. Also ich hatte am Montag, habe ich immer in den ersten 2 Stunden habe ich Sport, war ich nicht da, Leute. So, und jetzt ist in der Woche anscheinend irgendwie, wo ich hier weg war, unser Sportlehrer in Elternzeit gegangen. So, jetzt war halt diesen Montag hatte ich dann Vertretung in Sport, Leute. Müsst ihr euch so vorstellen. Ich hatte den Lehrer noch nie, keine Ahnung, was das für eine war. Aber auf jeden Fall hatte ich den dann halt in Sport. So, dann habe ich am Sonntag schon gewusst, ja, wir haben Vertretung. Warum sollte ich dann Sportzeug mitnehmen? Normalerweise, wenn wir Sportvertretung haben, dann haben wir irgendwie Vertretung im Klassenzimmer oder so. Und ja, Sportzeug braucht man da eigentlich nicht. Genau, Leute, dann. Ja, erstmal Sportzeug nicht mitgenommen. Dann sind wir halt erst so 10 Minuten später ungefähr zur Turnhalle gekommen und der Lehrer war natürlich schon da. Alle haben schon irgendwie so ein Beispiel gespielt. Zombieball oder so, Leute. Für die, die es unter euch nicht kennen, ich kenne es auch nicht richtig. Muss man halt immer die Leute abwerfen irgendwie. Und dann, wenn man getroffen wurde, ist man halt irgendwie ein Zombie oder so. Kein Plan, Leute. Auf jeden Fall. Ja, wir kommen dann so zu spät. Gehen so rein in die Turnhalle zu dem Typ da hin. Der alles in Sportkleidung, voll Adidas ausgerüstet und so. Genau, also wir gehen dann da zu viert oder so waren wir da. Gehen wir dann so in die Turnhalle rein, Leute. Und sagen so, ja, wir haben kein Sportzeug dabei. Weil wir dachten, wir haben Vertretung im Klassenzimmer. Dann sagte so, ja, okay, macht er trotzdem mit. Wir waren in Jeans, mit so einem Pulli auch. Geil, Alter. Natürlich Sport machen. Ist auf jeden Fall richtig angenehm, da drin zu schwitzen, Leute. Auf jeden Fall. ja, dann haben wir so, hat er halt gesagt, wir sollen da mitmachen. Wir standen halt die ganze Zeit nur so in der Ecke. Und dann kam ich halt irgendwie mal auf die Idee. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal wirklich richtig mitmachen würde? Leute, gell? Dann hole ich mir halt den Ball irgendwie. So in der Mitte von der Turnhalle. Hole ich mir den Ball. Hab den so in der Hand. Sehe so links geradeaus irgendwie jemand stehen, gell? Ich laufe so Vollgas an, Leute. So richtig voller Elan. Spring so ab, Vollgas, wirf ich so. Den, wo ich abwerfen wollte, der geht auf Seite und ich baller voll dem Lehrer hinter ihm ins Gesicht, Leute. Alter, es war so witzig, ohne Scheiß. Ich bin so abgebrochen, ich habe mir dazu überlegt, soll ich jetzt lieber wegrennen oder soll ich lieber Entschuldigung sagen? Ich habe mich dann für die Entschuldigung entschieden, bin dann zu ihm hingegangen, ja, sorry. Ja, er hat gesagt, passt schon. Und dann bin ich so abgebrochen, Alter. Ich habe mich nur so weggeschmissen auf den Boden. Bin so in die Ecke gelegen, Alter. Alter, wir sind alle so abgebrochen, ohne Scheiß. Das war so witzig, Leute. Ja, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Schreibt es in die Kommentare, wird mich interessieren. Und jetzt gibt es noch eine kleine Ankündigung. Und zwar am Montag, also morgen, wenn ihr das Video halt seht. Fahre ich nach Berlin auf Abschlussfahrt, Leute, also kann ich nicht so richtig unter der Woche Videos machen. Vielleicht tue ich eins vorproduzieren, aber mal schauen. Je nachdem, Leute. Genau. Wenn ihr da was miterleben wollt, dann folgt mir auf Snapchat. Ich blende es hier ein. Genau, dann könnt ihr da ein bisschen was miterleben, wer da Bock drauf hat.
Wenn da ein paar zusammenkommen, dann vlogge ich da halt so ein bisschen per Snapchat wie Inscope oder so. Da hättet ihr Bock drauf und ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Genau, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.